Also kurz, der Herr, der sich dieses Thema Spam gewünscht hat, der ist halt leider nicht da. Das heißt, wir müssen das noch einmal nachholen in einer privaten Session. Aber es hat doch sehr gut dazu gepasst zu dem Thema Outlook und daher haben wir einige Folien zu dem Thema Spam zusammengefasst. Ich habe das schon vergessen. Also ich kann mich erinnern, so vor 15 Jahren haben die Schüler das als Referat gehabt und damals habe ich gewusst, von woher dieses Spam kommt. Und ich war ganz überrascht, habe ich gesagt, ja, das habe ich schon mal wo gehört, das kommt von diesem Dosenfleisch, das die Engländer im Krieg massenhaft gegessen haben und das ist dann schon bis daher gestanden. Und daher kommt dieser Ausdruck. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen. Also für mich war es eine Art Wiederentdeckung. Also ich habe das wieder entdeckt, was das eigentlich war. Und zuerst war das Wort ja gar nicht mit Mails in Zusammenhang. Es wurde in einen Sketch einmal gebracht und erst 1993 wurde das erstmals verwendet im Zusammenhang mit Mails. Vorher war es einfach etwas, was die Kommunikation behindert, dieses Spam. Ich habe unseren Briefkasten fotografiert, also man entkommt diesem Spam nicht. Ja? Es ist ganz egal, welche Kommunikationsform man im Auge hat, in jeder gibt es irgendwo Spams. Ja? Also das ist etwas, was allgegenwärtig ist. Und wir schützen uns im normalen Alltag mit Pickeln und gegen Spam und die ganz Geschickten, die nehmen sich ein Postfach und hoffen dann damit, dass sie eben in dem Postfach weniger Spam vorfinden. Und genau der gleiche Trick mit einem anderen Postfach, das ist auch ein Trick, den man beim E-Mail-Verkehr anwenden kann, nämlich, dass man eine Haupt-E-Mail-Adresse hat und eine zweite, die man halt bei Besuchen von Seiten verwendet, die nicht ganz so koscher sind. Also was das alles ist, ist uns, glaube ich, eh klar. Es geht einerseits um Massenmails, die wir gar nicht wollen, aber trotzdem bekommen, weil wir in irgendwelchen Verteilern gelandet sind. Da bekommen wir allerhand Blödsinn angeboten. Und auch sehr unangenehm ist, wenn irgendjemand die eigene Adresse, also meine, dafür verwendet, als Absender zu fungieren in Spams, also in Spam-Mails. Das hat nämlich zur Folge, dass man als völlig Unbetroffener riesige Mengen von Nichtzustellbarkeitsnachrichten bekommt und das ist eben dieser dritte Punkt, der heißt Backscatter, wollen wir sagen lassen. Wir müssen das alles irgendwie bezahlen, wir müssen Spamfilter einrichten und in irgendeiner Statistik stand drinnen, dass die meisten Mails, die überhaupt versendet werden, ohnehin Spam sind, also 97%. Über 90%. Also so schaut es ungefähr aus. Bitte hier nicht anklicken, ja? Denn wenn man das tut, dann landet man ganz sicher mal in irgendeiner Liste, mehr oder weniger gewollt, und dann ist man vor dem Spam sozusagen nicht mehr sicher. Diese Skizze hat mir sehr gut gefallen und die zeigt ungefähr, wie dieser Spam-Kreislauf vor sich geht. Also es gibt eine Zahlstelle, hier fließt das Geld zwischen der Spam-Website und dem Spammer. Und der Spammer verschickt jetzt nicht selber irgendwelche Mails, sondern er benutzt dazu irgendwelche unwissenden Wirte, die er dazu missbraucht, die Spams weiterzuleiten. Das können jetzt entweder geknackte Webserver sein, also Webserver, die nicht ausreichend gesichert sind. Das ist aber, glaube ich, schon Geschichte. Das hat eine Zeit gegeben, wo das der Fall war. Das ist aber heutzutage nicht mehr der Fall. Also jedenfalls bei unserem Server ist es nicht möglich. Aber diese Mailversender können eigentlich wir alle sein, ohne dass wir es wissen. Also der eigene Rechner wird durch irgendeinen unbeabsichtigten Geek-Vorgang mit einem Trojaner versehen und dieser Trojaner fungiert im Auftrag von irgendeinem Master als Mailversender. Also, und die Kontaktadresse natürlich auch, ja. Das heißt, wenn man jetzt seine eigenen Mailadressen jemandem gibt, im guten Glauben, der passt drauf auf oder so irgendwie, man weiß es nicht. Und der selber weiß es auch nicht, weil er unter Umständen das Angriffsziel einer Attacke ist und die sind so geschickt gemacht, dass man es nicht weiß. Unser Guru, der Günther Hartl, ist ja heute nicht da.
der empfiehlt eigentlich in den meisten Fällen neu aufsetzen. Man findet es nicht. Ja? Wir werden zwar einige Methoden hier sehen in den Folien, einige Tipps, wo man dann doch etwas finden kann, aber wenn das Programm nichts findet, bedeutet das eigentlich nur gar nichts. Also das werden wir dann schon sehen. So. Das sind also diese drei Möglichkeiten. Offene Mail-Relays, das gibt es nicht mehr, weil bei allen Mail-Servern, die wir verwenden, muss man sich anmelden. Und da man sich anmelden muss, kann man den Mail-Server nicht ohne Anmeldung verwenden. Also ich würde sagen, alle Mail-Server auf der Welt sind bereits abgedichtet. Dann gibt es eben... Abgedichtet sind sie in Blacklists gelistet. Ja, ja. Die Adressen und, ja. Und jeder andere Mail-Server checkt Mail-Server zuerst in die Blacklist und wenn der da drin ist, nehme ich von dem gar nichts an. Genau, ja. Das ist natürlich auch blöd, ja. Speziell für kleinere Betreiber, wie wir sind, unter Umständen. Wenn man nämlich auf so einer Blacklist landet, muss man auch wieder runterkommen von der Blacklist, wenn man den Fehler behoben hat. Und dann muss sich der Werner in Bewegung setzen und schauen, dass er das wieder von dieser Blacklist runterbekommt. Ist schon passiert ein paar Mal. Der letzte Punkt ist diese gekaperte Mailbox. Dass also irgendjemand verliert durch einen Angriff die Kontrolle über seine Mailbox, beziehungsweise jemand anderer weiß sein Passwort. Und dann werden plötzlich Tausende, Hunderttausende Mails über diese Mailbox geschickt. Derjenige weiß gar nichts davon, nur der Werner weiß es und wir wissen es alle, weil unsere Leitung praktisch tot ist während dieser Zeit. Und dann spült es Granada und dann müssen wir den Fehler beseitigen und dann ist man auch schon auf einer Watchlist, also auf einer Blacklist. Ja, also wenn man dadurch auffällt, dass aus einem Netz Mails gesendet werden, dann landet man auf einer schwarzen Liste und es werden von diesem Netz oder von diesem Mail-Server keine Mails mehr angenommen. Also der Verursacher ist einer, aber die Leidtragenden sind wir dann praktisch alle. Ich glaube, dass je größer der Mailbox-Betreiber ist, desto mächtigere Möglichkeiten hat er softwaremäßig das zu verhindern. Und desto weniger betrifft ihn das. Also wenn man bei Gmail ist, wird man das nicht so bemerken, wie wenn man bei Club Computer ist, weil wir eine kleinere Einheit sind und vielleicht ein bisschen mehr betroffen davon. Na, Gmail wird aber nicht auf die Blacklist gesetzt. Zum Beispiel, ja. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja. Also der Leidtragende von solchen Attacken ist halt der Werner. Ist zum Beispiel beschränkte Mails auf 50 Jahre. Ja. Man muss noch 10 Minuten warten, dann kann man wieder. Kann man wieder senden, ja. Ich habe das kontrolliert. Die Frage ist, warum haben die eigentlich noch nicht so intelligente Sachen gemacht, wie, weil wenn ich 100.000 Computer infiziert habe, reicht es ja vollkommen, wenn ich alle 5 Minuten von jedem eine Mail verschicke. Schaffe ich dann, ich habe 8 Millionen Mails in der Fraktion. Kann das jetzt ehrlich sagen? Ja. Ja. Das wird ja. Ja, genau, dann fällt das ja gar nicht auf. Ja, ja, ja. Gut, die lernen wahrscheinlich alle immer mehr dazu. Ich habe das funktioniert aber insofern, also mit infizierten Computern, das relativ selten mal gemacht. Der Grund ist, dass die dynamischen IP-Address-Ranges der Internetprovider üblicherweise standardmäßig in diesen Blacklists drin sind. Ja. Und damit gehen die fast nicht durch. Das heißt, eigentlich glaube ich, diese gekaperte Mailbox, ja, dieser Punkt ist mittlerweile, glaube ich, der häufigste. Ja. Der häufigste, ja. Ja. Man kann das prüfen. Also man kann prüfen, ob, wenn man jetzt Probleme beim Mail versenden hat, ob man selbst oder der eigene Provider also auf einer Blacklist steht. Dazu gibt man hier oben die Maildomäne an und das System, also es gibt mehrere solcher Testverfahren, das ist nur eines, das ich mir herausgesucht habe, das prüft, also das ist nur der Anfang der Liste, die Liste ist in Wirklichkeit viel länger, da sind also ein paar Punkte dran, und der prüft also alle möglichen Dinge und er stellt fest, wir sind nicht auf einer Blacklist. Bitte schön. Bei der MX Toolbox kann man auch einen kostenlosen Account registrieren und da kann man sich die eigene Domain eintragen und der schickt dann jede Woche eine Mail, ob man auf der Blacklist ist. Ah, tatsächlich, ja. Okay. Das hat, ich glaube, das macht jeder Werner für uns. Also das, ja. Wenn man 100 Blacklists haben will, dann muss man was zahlen dafür. Aha. Ja, das ist nur eine Aufstellung dessen, was an Schadsoftware über Mails hereinkommen kann. Also es gibt ja nicht nur die Mails, man kann es auch über einen Stick oder sonst wo bekommen, aber Mails sind also schon sehr anfällig dafür, dass man da eingeladen wird, wohin zu klicken. Also das sollte man immer unterlassen.
Und was da halt so daherkommt, das ist so eine kleine Aufstellung. Und das Wichtigste sind diese Trojaner, die also auf dem Rechner residieren, vielleicht vorgeben, etwas Nützliches zu tun, aber in Wirklichkeit im Hintergrund etwas nicht so Nützliches tun. Zum Beispiel alle Dateien verschlüsseln, gell? Ja. Also es gibt jede Menge Rezepturen im Internet, was man dagegen tun kann. Also die wichtigsten Sachen, die man tun kann, sind eigentlich organisatorischer Natur. Die sind gar nicht so sehr in welchen Spamfiltern oder was. Also wenn man einfach auf irgendwelche Mails nicht reagiert, nirgendwo draufklickt und jemanden die Adresse bestätigt, die der jetzt angeschrieben hat, dann ist es eh schon ganz gut, ja. Dann sollte man, wenn man eine private Adresse, mit der man also mit wichtigen Menschen kommuniziert hat, dann sollte man die nicht dazu verwenden, um sich auf Internetseiten anzumelden, zu denen man kein Vertrauen hat, also zu denen man keine Beziehung hat. Also bei Microsoft dürfte das kein Problem sein, also da verwende ich auch meine E-Mail-Adresse. Aber wenn es andere unbekannte Hosts sind, dann irgendeine Hilfsadresse zu verwenden. Müll, ja, ja. Also eine zweite Adresse. Da gibt es eine Webseite, die erzeugt temporäre Adressen, die nach einer gewissen Zeit automatisch verfallen. Das sind dieses Spam-Gourmet, heißt das. Ja, interessant ist, dass die Abwesenheitsnotizen eigentlich eine automatische Bestätigung von Spam-Mails sind. Ja, also so nützlich das für jemanden ist, dass er automatisch die Leute verständigt, dass er jetzt im Skiurlaub ist. Für die Spammer ist das eine nützliche Information, weil die wissen, dass diese Adresse existiert und dass sie halt benutzt wird. Nicht nur für die Spammer übrigens, ja, sondern es rät die Polizei ausdrücklich davon ab, Abwesenheitsnotizen einzustellen, ja, weil ja auch Einbrecherbanden immer auch das benutzen. Das verwenden, ja. Ja. Was mir aufgefallen ist bei Outlook. Outlook, dass man nur eine Out-of-Office-Reply schickt an die, die in den eigenen Adressbuch. Ja, das, ja, genau. Ja. Also interessant ist bei Outlook, ist mir gleich aufgefallen, der zeigt ja die Bügel nicht an. Aber das ist nützlich, weil eben dann nachgeladene Inhalte nicht automatisch nachgeladen werden, sondern nur dann, wenn ich es zulasse. Das ist aber relativ neu bei Outlook. Ja, ich glaube, das ist bei der 16er Version die Grundeinstellung. Ist schon früher. Also, aha. Gut. Bei Publikationen auf Webseiten, also jeder, der eine Webseite betreibt und dort also Adressen von sich gibt, der sollte versuchen, nicht die Adresse im Klartext anzugeben mit dem Klammeraffen, weil das wird von Crawlern gefunden und dann diese E-Mail-Adresse dazu verwendet, um im E-Mail in Spam-Verteilern aufzuscheinen. Man kann da verschiedene Tricks anwenden. Dieser einfache Trick, dass man das Add durch irgendeine Kombination ersetzt, ist eher schwach, habe ich mir sagen lassen, das wird da so leicht entdeckt. Aber da gibt es also beliebig viele kompliziertere, ja, die kann man alle verwenden. So, eigentlich geht es mir ein bisschen auch darum, dass wir zeigen, was unser Mail-Server dazu beitragen kann, dass die Spam-Flut ein bisschen geringer wird oder dass man ein bisschen was dagegen machen kann. Unser Mail-Enable-Server bietet für jeden Betreiber einer eigenen Domäne die Möglichkeit, eine Mail-Adresse zu definieren, die alle Mails einkassiert, die nicht an eine bestimmte Mailbox gerichtet sind. Weil die Spammer schicken ja oft auf Verdacht auf eine bestimmte Domäne an die Office-Adresse ihre Botschaften. Wenn jetzt diese Office-Adresse gar nicht definiert ist, weil wir beim Club verwenden zum Beispiel Büro, was passiert jetzt mit dieser Mail, die an eine nicht existente Mailbox gerichtet ist? Wenn man also eine Catch-all-Adresse definiert, dann landet sie genau da drinnen. Wenn man sie nicht definiert, dann landet sie nirgends. Also je nachdem, was man will. Also will man wissen, welche solche nicht zustellbaren Nachrichten überhaupt angekommen sind, dann definiert man sie und räumt sie fallweise aus. Oder man definiert sie nicht. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Graylisting, was unser Server unterstützt. Das werden wir dann noch in einer Folie sehen.
Das bedeutet, dass der Server eine Mail, die von einem Absender kommt, den man noch nicht kennt, und das sind ja normalerweise Spams. Also diese Mails, die werden zunächst einmal nicht angenommen. Und wenn das ein regulärer Server ist, weil das kann ja immer passieren, dass ein Mail-Server momentan einmal nicht in Betrieb ist, dann versucht er das nach einer gewissen Zeit wieder. Und beim zweiten Zustellversuch nimmt man das an. Damit fallen alle Spammer raus, die sich die Mühe nicht machen, etwas noch einmal zu senden. Die Spammer schicken meistens einfach alles, also die versenden einfach auf Verdacht, und wenn es nicht ankommt, kommt es halt nicht an, ist ja wurscht. Seriöse Mail-Server senden etwas, und wenn es nicht geht, probieren sie es nach einer gewissen Zeit wieder. Und das erzeugt dieses Graylisting. Dann gibt es also noch verschiedene Filter. Man kann also Adressen definieren, die auf jeden Fall durchgelassen werden. Es gibt Blacklisten von Adressen oder Domänen, die überhaupt nie zugelassen werden. Und dann gibt es verschiedene Filter, die man da am Server einrichten kann. Und das Spam-Filter gibt es auch, aber das werden wir noch sehen. Ja, das ist nicht so wichtig. Kann man sich anschauen. So, geschätzt 90% aller Spams werden durch ein aktiviertes Graylisting unterdrückt. Das war leider nicht mehr so, das ist nicht mehr so. Ist nicht mehr so? Ist nicht mehr so, leider. Das ist fast nicht mehr wirksam. Schade. Ja. Ist nicht mehr so. Man soll es deswegen nicht ausschalten. Es ist vielleicht wirklich. Aber schicken die noch einmal und noch. Ja, die sind mittlerweile intelligenter. Ja. Ach so, gut, okay. Ist wie bei all diesen Sicherheitsgeschichten, ja, es ist ja gegenseitig, es ist immer weiter aufgerüstet, ja, das Zeug, ja. 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 Dann sage ich einfach, wo es eingeschaltet wird. Wenn man die Mails, die Mail-Enable-Oberfläche öffnet, gibt es einen Punkt Account Settings, und dann gibt es eine Mail, also eine Checkbox Enable Graylisting. Also das muss man aktivieren. Dann gibt es also diese kleine Verzögerung, und dann gibt es diese sogenannten Whitelists, da kann man alle Namen eintragen, mit denen man auf jeden Fall kommunizieren will und die auf jeden Fall diese Sperre passieren können, also egal was die senden. Das ist insofern relativ wichtig, es gibt manchmal so erfahrungsgemäß hin und wieder richtet man sich so Status-Mails ein, was ich von irgendwelchen Geräten, ja, wenn die irgendwie einen Defekt haben etc. Ja. Und die landen relativ häufig in Spam-Filtern. Ja, weil die so einen kryptischen Inhalt haben. Ja. Und so weiter. Und wenn die einem wichtig sind, muss man die Absenderadresse halt eintragen. Und dann das ist so der Hauptanwendungszweck von dem Whitelisting. Wenn man aber seine Filter wirklich also so hingetrimmt hat, dass man sich auf alles verlässt blind, dann kann man da aber auch einfahren, weil es kann natürlich jemand anderer diese Absenderadresse missbrauchen und dann nutzt das ganze Filter nichts. Das sollte man dann geheim behalten. Ja, also Blacklists, ja, da kann man also Domänen aussperren, das habe ich also nicht gemacht. Kann man auf Outlook dann auch. Und hier ist unser Spam-Filter am Server. Der Spam-Filter hat drei Risikostufen und er hat hier sehr viele Möglichkeiten der Auswahl, was man damit tun möchte. Also einfach, man kann es löschen, man kann es in den Junkmail-Ordner verschieben, aber man kann auch etwas anderes tun. Man kann in den Subject ein Präfix davor spannen, also zum Beispiel Spam 1, Spam 2 und Spam 3 habe ich heute gewählt. Und das bedeutet dann, dass ich im Outlook die Mail mit dem vorangestellten Spam-Ausdruck bekomme und nach dem kann ich filtern. Also das wäre eine Möglichkeit, wo der Server dem Outlook das sozusagen aufbereitet, muss aber ehrlich sagen, viele habe ich nicht gefunden, das war mein einziger Treffer. Gut, ja. Verwendet ihr Microsoft mit ihrem Outlook, mit ihrem Office 365 Exchange Server? Sie stellen das Spam voran und stellen die Mail trotzdem zu. Das kann man einstellen. Kann man dort auch einstellen. Ja, aber nicht Default. Ja. Wir sind ein Verein der armen Leute, wir haben diesen Exchange-Luxus nicht. Wir haben nur dieses Mail-Enable und das ist halt so ähnlich. Ja? Das sind, glaube ich, Australier, die das machen. Da habe ich zum Beispiel... Bitte? Wie gut ist das Mail-Enable? Ja, sagen wir, es genügt für unseren privaten Gebrauch völlig. Wie viele Mailboxen haben Sie da drauf? Ich schätze schon, dass das 1000 sind. So, in der Größenordnung. 1000 Mailboxen? Ich glaube, mehr sogar. Also bitte, das ist, wir haben ungefähr
Bitte? Ich habe allein 200. Ja, 200, ne? Bitte. Also es ist schon ziemlich mächtig. Ja? Also, es ist, die Installation ist groß. Das ist nicht so schlecht. Den Dreck versenden. Wir kommen damit ganz gut zurecht. Wo liegt sowas weißlich? Will ich nehmen? Das muss der Werner, ist leider schon gegangen. Das weiß ich nicht. Ich verwende eben den Mond, deswegen. Ja, gut. Also kritisieren können wir das schon. Also wir wissen schon, wo das die Schwächen dann hat. Die Oberfläche ist zum Beispiel also nicht mehr das Modernste und so weiter. Das ist ein bisschen altvaterisch und nicht ganz systematisch, aber gut, ja, das, mit dem kann man dann vielleicht leben. Ich habe hier noch einen Filter eingebaut, dass wenn eine Datei mit einem gefährlichen Anhang kommt, wobei ich habe mich darauf verlassen, dass diese Liste passt, also dass die nicht zugestellt wird oder in einfach entfernt wird, ja, oder weiß nicht, was da passiert. Also jedenfalls ein Filter, das nennt sich gefährlicher Anhang und das wird halt besonders behandelt. So, dann unser Mail-Server kann auch noch eine Statistik tageweise darstellen, wo er dann zeigt, wie viel Spam sie eigentlich entdeckt hat. Das ist ganz nett. Und es gibt auch eine Log-Datei, die jeden einzelnen Zugriff auf die Mails protokolliert und da sieht man eine Zeile, wo er dann eben einen Spam entdeckt hat. Das ist ein bisschen Eigenwerbung, ja, ich weiß schon. Das Problem ist, wie weiß man, ob man jetzt selber infiziert ist von so einem Netz, Botnetz? Ich habe das nur zusammengesucht, ohne eigene Erfahrung dabei zu haben, aber es gibt da einige Tipps, wo man so vorsichtig sein könnte. Wenn also der Rechner auf einmal beginnt, Dinge zu tun, wo man ihn nicht beauftragt. Wobei natürlich die moderne Software auch schon so kompliziert ist, dass auch das durchaus ein Normalbetrieb sein kann. Nicht? Also wenn zum Beispiel was indiziert wird oder was, dann setzt sich auch vielleicht der Ventilator in Bewegung. Ja? Also das ist alles zweiseitig. Ja? Langsamer Internetzugang, okay, das ist nicht untypisch. Ja. Also, das heißt sicher Freunde, nicht Freude. Ja, 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 danke, danke. Also das mit den Werbepop-ups, das ist einer, also in der letzten Zeit rufen uns die meisten Mitglieder an, was es mit diesen Werbepop-ups auf sich hat. Ja, also der Browser spielt dann verrückt und zeigt irgendwelche Werbungen und man kann ihn dann praktisch gar nicht mehr bedienen. Ich habe Microsoft empfiehlt und wir empfehlen das auch und jeder hat das bei uns installiert, diesen Windows Defender. Der Windows Defender ist Teil des Betriebssystems, muss man nicht kaufen und schützt das System, ja, wie ein Virenscanner, würde ich sagen. Glaub. Hast du aber, soweit ich mich erinnere, nur in Windows 10 bereits Defender? Ja. Es heißt Security Essentials und dann... Also wenn man Windows 7 hat, musste man die Security Essentials installieren. Ja, das war aber, glaube ich, nur eine Phase, wo man sozusagen den Markt nicht ruinieren wollte, wo man halt praktisch den Virenscanner-Herstellern noch eine Art Umstellungsphase geboten hat. Ja. Jetzt ist das fixer Bestandteil vom System. Dann habe ich etwas sehr Interessantes herausgefunden. Microsoft bietet getrennte Programme an. Die nennen sich zum Beispiel Microsoft Safety Scanner. Den kann man für 32 und 64 Bit downloaden. Und dann gibt es verschiedene Überprüfungsmethoden und ich habe bei meinem Rechner eine vollständige Überprüfung durchgeführt. Dauert ungefähr 24 Stunden bei meinem Rechner. Und er hat dann auch tatsächlich zwei Dateien gefunden, habe ich gelöscht. Ja, aber wie gesagt, ob es was hilft, keine Ahnung. Ja, also, ja. 24 Stunden sind weg. Ja. Dann gibt es ja noch ein. Das Witzige ist, bitte, diese 24 Stunden. Das Programm hier hat 150 MB auf dieser Adresse. Ein zweites Programm, das schaut äußerlich ganz genauso aus wie das andere, es verhält sich ganz genauso, hat aber nur 52 MB. Ich habe keine Ahnung. Das sind zwei verschiedene Produkte. Das Software Removal Tool wird von Microsoft in den Updates immer wieder geschedult. Ja. Das heißt, das kommt alle Monate einmal. Jawohl, wieder. Die Programme halten nur etwa 10 Tage, dann muss man die neue Version downloaden. Also 10 Tage lang hält diese Virenbeschreibungsdatei und dann muss man sie aktualisieren. Ein sehr bekanntes Produkt ist dieses Programm ADW Cleaner, hat mir schon sehr gute Dienste geleistet. Ja. Muss ich sagen, ist sehr hübsch. Allerdings hat der Herr Bach, der ist heute nicht da, hat mich darauf aufmerksam gemacht, man soll unbedingt darauf achten,
dass man diese relativ sauberen Download-Adressen verwendet, weil wenn man einfach nur nach diesem Begriff sucht, dann stößt man auf Download-Seiten, die ihrerseits wieder Viren dabei packen. Das ist das Problem. Man kriegt schon das Programm, aber wenn man nicht aufpasst beim Installieren und sagt Express-Installation, das ist ja ganz sicher der falsche Weg, weil dann wird bei der Express-Installation das eine oder andere Produkt mit installiert und dann ist man wieder... Also die Maßnahmen sicher, es ist ja... Ja. Übrigens ein ganz wichtiger Hinweis in letzter Zeit, viele nehmen als Downloadquelle für diverseste Software, nicht nur für chip.de. Ja? Chip.de ist furchtbar, die geben mittlerweile sehr viel so Spamware und so weiter dazu, das ist nichts von chip.de, runterladen oder so Dinge. Das ist mir auch aufgefallen, also möglichst immer zur Quelle zurückgehen, obwohl das oft schwierig ist zu finden, die Quelle. Ja? Die Ursprung. Gibt es bei diesen Download-Quellen irgendwelche Checksums angegeben, weil ich habe festgestellt, obwohl ich immer neu weiß, ob das bei mir selber der Fehler liegt, ich habe viele Downloads, wo die Checksums nicht stimmen. Obwohl die Checksums richtig angegeben sind bei der Quelle, bei mir sind die Checksums falsch. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht gekommen. Ja, das nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Bei diesen einfachen Quellen, die wir da finden, gibt es das nicht. Da gibt es nur einen großen grünen Knopf, wo man drauf... Ja, da gibt es keine Garantie, dass irgendwo das Schutzverfälschlich ist. Nein, hier ist es nicht. Es gibt schon Downloadquellen, die Checks haben. Ja, aber der Garantie gibt es nirgends. Nein, Garantie nicht, aber das ist eine Mindestsicherheit, die man verwendet zum Beispiel. Open Source. Noch eine Kleinigkeit, wir treffen uns ja immer über so ein Newsletter. Also wir verschicken möglichst diese Mails an die Mitglieder und wer will, kann sich dann halt dazu melden zu unseren Clubabenden. Und diese Newsletter verfügen ja auch über solche Adresslisten und man kann das auch online sich anmelden. Aber man glaubt ja nicht, wie viele Automaten sich da anmelden mit irgendwelchen kryptischen Namen. Ja? Also ich muss ja jeden Tag so 10, 20 rauslöschen. Wobei ich natürlich nicht weiß, vielleicht ist ja der... wirklich einer, der sich das anhören will, was wir da von uns geben. Meistens aber nicht. Ich lösche das alles weg und nur, also der Peter zum Beispiel, ist er da? Nein. Doch, habe ich ihn nicht gelöscht. Ja. Also ich habe ihn als Fragezeichen, also nicht gelöscht, das passt schon. Ja. Also die Spam kommt in jedem möglichen Kontext vor, wo man sich über eine Webseite irgendwie bemerkbar machen kann. Das war es eigentlich, glaube ich schon. Ja, noch eine Kleinigkeit, das ist immer noch, ich bin viel im Facebook, das ist also eine ganz einfache Diskussion und dort sind natürlich die Leute nicht so vorbelastet und die geben ja alles weiter, was sie hören, also das klingt ja oft sehr interessant. Also zum Beispiel Radarfahren oder Polizei, Hinweise und so, sie glauben, sie retten die Welt, wenn sie das jetzt dann alle Welt weiter verbreiten. Und alle diese Mails, die uns auffordern, irgendetwas ganz wichtig jetzt im Freundeskreis zu verbreiten, sind solche sogenannte Hoaxe. Alle. Ich habe noch keinen entdeckt von, sie klingen ja alle furchtbar interessant und deswegen wird man ja drauf... Ja, man soll ja irgendwelche Gesundheitsprobleme retten. Alles Mögliche, ja. Jedenfalls, sollte jemand so ein Problem haben, bitte hier nachschauen. Da kann man also nach Textfragmenten suchen und dann findet man immer die Originale dazu. Ja, also der springende Punkt bitte ist dabei, wenn sich jeder an diese Anweisungen halten würde, würde innerhalb kürzester Zeit das gesamte Kommunikationssystem zusammenbrechen. Ja? Das ist so das Beispiel mit dem Schachbrett. Ne? Ja. Ich gebe die ein Korn für das erste Brett, zwei Korn für das zweite Brett. Wie viele Körner brauche ich noch im letzten Schachbrett? Ja? Immer verdoppelt. Ne? Das war die Geschichte im Deutschen Bundestag, ist ja das passiert, genau das. Ja. Ne? So, damit bedanke ich mich.